Yo, Leute, was geht ab? Ich habe mir mal so die Tage überlegt, mal wieder ein paar Themen überlegt und bin dabei auf das große, große Thema gekommen, was viele kennen, hoffentlich viele verabscheuen, aber dennoch immer welche wieder tun. Die Rede ist von Abo gegen Abo. Oder auch wie bei Instagram zum Beispiel Like gegen Like oder Follow for Follow. Ich weiß ja nicht, wer sich darauf jetzt einen runterholt, viele Abonnenten zu haben durch diese Art und Weise. Ich meine, ja, die Zahl ist ja ganz hübsch, aber ich frage mich immer dabei, was nützt es dir denn eigentlich, Zehntausende von Abonnenten zu haben, aber denn nur 5 Klicks pro Videos? Ich meine, ich würde es peinlich finden und würde mich dafür voll schämen. Und nur um vor anderen Leuten anzugeben, naja, da wäre mir die Mühe jetzt nicht wert, weil mir die Meinung anderer sowieso meistens oder generell egal ist. Und aber es gibt immer noch übelst viele so, weil ich bin ja in so YouTube-Gruppen unterwegs und so und dann nur Abo gegen Abo und dann schreiben da übelst viele Leute drunter und dann kriegen sie da auf einen Schlag 30 Abonnenten, freuen sich da des Todes und was haben sie davon? Nichts. Ja. Eigentlich gibt es davor zu gar nicht mehr viel zu sagen irgendwie. Aber was ich würde gerne mal wissen, was ihr da so von haltet und ich finde das einfach nur absolut dumm. Oder die ganzen Hashtags bei Instagram immer Like, Follow for Follow. Ja, das ist doch genau dasselbe Prinzip. Da liken x-beliebige Leute deine Bilder, aber finden dich dann eigentlich doch hässlich, ne? Nur um Likes zurückzukriegen. Das ist zwar schon irgendwie ein Geben und Nehmen, aber dabei denkt keiner daran, dir was Gutes zu tun, sondern die wollen alle nur sich selbst was Gutes tun. Und es ist wirklich eine einfache Variante, irgendwie an Aufmerksamkeit zu kommen, aber die Aufmerksamkeit hält dann auch nur in dem Moment an, wo der andere deinen Kanal abonniert oder dein Bild liked, finde ich. Also danach scheißen die sowieso direkt auf dich. Also Leute, macht sowas nicht. Und ich will mal echt wissen oder rausfinden oder mich interessiert. Ich weiß ja noch nicht so genau, also jetzt in dem Zeitpunkt weiß ich noch nicht so genau, wie ich das Video nenne, aber Abo gegen Abo wird auf jeden Fall drin vorkommen. Mal gucken, ob Kommentare kommen, wo Leute sich denn anbieten oder drunter schreiben, ja, ich habe dich abonniert und so. Die können sich, würde direkt von meinem Kanal verpissen, weil ihr habt das nicht verstanden. Ich will hier kein Abo gegen Abo gutheißen, sondern eigentlich, das ist scheiße. Wie gesagt, 100.000 Abonnenten haben und dann nur ein paar Klicks, das ist doch blöd, Alter. Das ist so dumm, das bringt einem nichts. Man sollte sich das lieber ehrlich und hart erkämpfen. Ich meine, oh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag genau. Am 16. Dezember oder so habe ich diesen Kanal jetzt ein Jahr. Und was habe ich jetzt gerade aktuell um 0:44 am 8.11. 94 Abonnenten habe ich. Aber ich bin froh, dass ich die 10.000er Aufrufzahl erreicht habe. Da bin ich ja schon so ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Und ja, irgendwann kommt alles von selbst. Immer schön dranbleiben und anstrengen und versuchen sich zu steigern. Und dann wird das. Und irgendwann wird es dann vielleicht auch sogar besser als gegen Abo, weil es bringt einfach nichts. Da würde ich sagen, lasst es euch gut gehen, macht so einen Scheiß nicht und tschüss. Da ist der Rotz auch schon vorbei. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, dann lasst mir doch gerne eine positive Bewertung da. Ein Abo wäre auch ganz nett. Auch kleine YouTuber kann man unterstützen. Auf jeden Fall, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in den nächsten Videos. Tschüss.